Wenn man mal 10% der Fahrzeuge in Deutschland so als ein Plug-in-Hybrid auslegen würde, das heißt so ein Fahrzeug, das so 50 Kilometer elektrisch fahren kann, eine 10 Kilowattstunden Batterie hat, dann würden diese 10% der deutschen Fahrzeuge, also etwa 4 Millionen Fahrzeuge, so viel Energiespeicherkapazität haben wie alle deutschen Pumpspeicherkraftwerke, und sie haben dazu aber auch noch doppelt Leistungsfähigkeit. Und letzten Endes das, was im Markt bezahlt wird, ist vielmehr die Leistung als die Energie, die gespeichert ist. Das heißt also, 10% der Fahrzeuge hätten einen sehr signifikanten Einfluss auf die, beziehungsweise würden die Kapazitäten signifikant erhöhen, die wir in Deutschland haben.